Die Welt bekämpft gemeinsam das Coronavirus. Die Menschen müssen aufgrund der Ausgangssperre zu Hause bleiben. Wir sind bei Chefkoch Reef in seinem japanischen Restaurant Kushiyaki. Er zeigt uns das ultimative Quarantänegericht. Was gibt's denn heute? Wir werden ein Wagyu-Sando zubereiten. Das gehört zu den Spezialgerichten in meinem Restaurant. Wir haben hier japanisches Wagyu-Fleisch. Wir wenden es in Mehl, Ei und Paniermehl. Dann kommt es in die Fritteuse. Jeder hat seine eigene Zubereitung für das perfekte Steak. Wie brät man es am besten? Für mich halb durchgebraten. Da sieht man die Fleischqualität. Wie mögen Sie es? Fast roh. Los geht's. Wie lange lassen Sie es frittieren? Ungefähr 2 bis 3 Minuten bei einer Temperatur zwischen 165 und 175 Grad. Man braucht ein bisschen Erfahrung. Es ist nicht dasselbe wie das Fleisch zu grillen. Das Frittieren muss man können. Sie haben Erfahrung damit. Ja, genau. Es ist das perfekte Quarantänegericht, wenn man schnell etwas Gutes essen will. Es ist ganz einfach zu machen, ganz leicht. Man muss kein Gemüse oder sonst was schneiden. Sieht lecker aus. Sie sind Koch. Finden sich jetzt in den sozialen Medien mehr Menschen, die sich fürs Kochen interessieren, weil sie mehr Zeit haben? Ja, auf jeden Fall. Viele zeigen jetzt auf Instagram, was sie kochen. Das schaue ich mir gern an. Okay, was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes nehmen wir ein Stück Wagyu, gleich geschnitten. Wir bepinseln es auf einer Seite mit ein wenig Wagyu-Fett und braten es auf dieser Seite an. Haben Sie Spaß beim Kochen. Man kann auch Butter nehmen, wenn Sie kein Fett haben. Was immer in der Küche verfügbar ist. Genau. Sie haben auch einen Lieferservice. Ja. Wie läuft das Geschäft seit der Ausgangssperre? Natürlich haben wir Probleme. Das Geschäft ist sehr stark zurückgegangen. Aber bisher lief es sehr gut. Sehr gut. Wir sind in einer guten Position. Sie halten sich über Wasser. Ja, das stimmt. Sieht aus, als wäre es bald fertig. Ja, bald ist es fertig. Wie hat sich das Coronavirus auf Ihr Restaurant ausgewirkt und auf die gesamte Lebensmittelindustrie? Natürlich haben wir Probleme, aber wir überleben. Es geht uns gut. Mit dem Essen zum Mitnehmen geht es uns gut. Ziemlich gut, würde ich sagen. Sehr gut, ja. Die Leute bestellen also immer noch genauso viel Essen wie früher. Ja, auf jeden Fall. Man muss sich eben anstrengen. Man muss sich ins Geschäft reinhängen. Dann bestreichen wir das Fleisch mit Tonkatsu-Soße. Die bekommt man im Supermarkt. Und auf das Sandwich kommt Dijon-Senf und Mayonnaise. Halb-halb gemischt. Fertig. Einfach. Und dann marinieren wir das Rindfleisch noch mit süßer Chili-Soße. Wie passt diese Geschmackskombination zusammen? Senf. Jeder liebt Senf. Senf und Rindfleisch, das passt immer. Und Tonkatsu-Soße. Das ist schön ausgewogen zwischen Umami, sauer, süß und salzig. Es ist ausgewogen. Es ist nicht zu süß, nicht zu sauer. Wir sind fertig. And here we go. Hier haben wir unseren Wagyu-Sando. Perfekt, vielen Dank. Guten Appetit. Jetzt die Kostprobe. Ich habe die vergangenen 5 Wochen Ausgangssperre für mich selbst gekocht. Es wird Ihnen schmecken. Gut gekocht. Danke. Es ist das Beste, was ich seit der Ausgangssperre gegessen habe.